Mekka ist der heiligste Ort des Islam und das Zentrum des Glaubens für fast 2 Milliarden Menschen. Aber wusstet ihr, dass Mekka auch die vielleicht teuerste Stadt der Welt ist? Dass hier das teuerste Gebäude der Menschheit steht? Und dass Mekka nie die Hauptstadt eines islamischen Reiches war? Mehr unglaubliche Fakten über die Stadt Mekka gibt es hier. Hallo zusammen, ich bin's wieder, Konstantin, und vor einiger Zeit habe ich hier ein Video veröffentlicht über die Kaaba und über unglaubliche Fakten über dieses Gebäude in Mekka. Und das ging völlig durch die Decke, das ist richtig viral gegangen, das hat jetzt fast 400.000 Aufrufe, dieses Video. Völlig wahnsinnig. Und ich habe gedacht, wenn euch solche Themen interessieren, dann mache ich doch ein bisschen mehr dazu. Und deswegen gibt es heute dieses Video, nämlich 5 unglaubliche Fakten über die Stadt Mekka. Und wir fangen gleich mal an. Und beziehungsweise bevor wir anfangen, wenn euch solche Themen interessieren, ihr kennt den Text, dann würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, weiterempfehlt, liked, kommentiert und so weiter. So, jetzt fangen wir aber an mit den 5 Fakten über Mekka. Nummer 1. Die teuerste Stadt der Welt. Mekka hat eine uralte Tradition als Pilgerstadt, und zwar schon vor dem Islam. Aber seitdem es die, sag ich mal, spirituelle Hauptstadt des Islam ist, noch viel mehr. Und heute zieht es jedes Jahr Millionen von Pilgern nach Mekka. Und wo Pilger sind, da ist auch immer Geld. Und das hat dazu geführt, dass die Immobilienpreise in Mekka praktisch explodiert sind. Ich habe leider keine aktuelleren Zahlen gefunden als 2012, aber schon damals war es absolut krass. 2012 wurden für einen Quadratmeter in Mekka bis zu 1,5 Millionen Saudi-Rial verlangt. Das sind fast 350.000 Euro. Also mehr als 300.000 Euro für ein Quadratmeter Grundstück. Und da könnt ihr euch denken, was das bedeutet für die großen Gebäude, die dort stehen. Da ist es kein Zufall bei diesen extremen Preisen, die sehr viel höher sind als New York oder Tokio oder Shanghai oder Monte Carlo, dass es bei diesen Preisen kein Wunder ist, dass auch in Mekka das teuerste Gebäude der Welt steht. Und zwar die große Moschee. Nummer 2. Das größte religiöse Gebäude der Welt. Die große Moschee von Mekka ist ein Gebäude der Superlative. Sie ist der heiligste Ort des Islam und in ihr steht die Kaaba. Und hierhin gehen die Gebete von fast 2 Milliarden Muslimen auf der ganzen Welt. Und wie schon gesagt, jedes Jahr zieht es Millionen von Pilgern in diese Moschee. Und dementsprechend sind auch die Dimensionen dieser Moschee völlig unglaublich. Nach Umbauarbeiten in den letzten Jahren soll sie bis zu 4 Millionen Menschen gleichzeitig beherbergen. Andere Quellen sagen 2 Millionen, aber ganz ehrlich, in dieser Größenordnung, die völlig unvorstellbar ist, ist es auch egal, ob es jetzt 2 Millionen sind oder 3 Millionen oder 4 Millionen. Auf jeden Fall mit weitem Abstand das größte religiöse Gebäude der Welt. Schade ist allerdings, dass durch die neuen Umbauarbeiten das historische Gebäude zerstört wurde. Also das ist ein Problem, das es in Mekka häufiger gibt, dass es fast keine alte Bausubstanz mehr gibt, weil sehr viel zerstört wurde, weil neu drüber gebaut wurde. Die große Moschee ist absolut gigantisch. In ihr steht nicht nur die Kaaba, sondern auch der heilige Samsam-Brunnen und 2 Hügel, nämlich Safa und Marwa, die auch Teil des Komplexes sind. Insgesamt umfasst die große Moschee von Mekka etwa 350.000 Quadratmeter. Das ist in etwa so groß wie 50 Fußballfelder. Zum Vergleich, der Petersdom in Rom, die vielleicht größte Kirche der Christenheit, die umfasst gerade mal 20.000 Quadratmeter. Also 20.000 Quadratmeter der Petersdom, 350.000 Quadratmeter die große Moschee in Mekka. Und die Kosten dieses Gebäudes in der vielleicht teuersten Stadt der Welt werden auf 100 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und auch damit ist es mehr als doppelt so teuer wie das nächstteuerste Gebäude auf dieser Liste. Absolut unvorstellbar. Nummer 3. Die größte Uhr der Welt. Dieses Gebäude kennt ihr wahrscheinlich. Das ist der Big Ben in London. Beziehungsweise eigentlich ist es der Elizabeth Tower. Korrekterweise, Big Ben ist eigentlich nur der Spitzname der größten Glocke, aber das ist erstmal egal. Auf jeden Fall, einer der berühmtesten Uhrentürme der Welt, 96 Meter hoch. Und das hier ist der Mecca Clock Royal Tower. Und das Irre, diese Bilder sind im korrekten Größenverhältnis dargestellt. Die Uhr auf dem großen Turm von Mekka hat einen Durchmesser von 43 Metern. Also alleine die Uhr selbst ist fast halb so groß wie der komplette Turm von London. Der Turm ist Mittelpunkt eines Gebäudekomplexes aus 7 Wolkenkratzern. Und der Turm ist mit 601 Meter der vierthöchste Wolkenkratzer der Welt. Und oben im goldenen Halbmond ist der höchste Gebetsraum der Welt. Fast 600 Meter hoch und nur ein paar hundert Meter von der Kaaba entfernt. Der ganze Komplex hat etwa 15 Milliarden Dollar gekostet, also praktisch ein Schnäppchen im Vergleich zur großen Moschee.
Aber auch beim Bau dieses Komplexes wurde historische Bausubstanz zerstört. Dort, wo jetzt dieser Gebäudekomplex mit dem 600 Meter hohen Glockenturm steht, oder Uhrenturm, nicht Glockenturm, Uhrenturm, dort stand früher eine osmanische Festung aus dem 18. Jahrhundert und von der ist jetzt leider nichts mehr übrig geblieben. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und vielleicht mal als Touristen Mekka besuchen wollt, dann habe ich eventuell schlechte Neuigkeiten für euch. Denn Nummer 4. Keine Nichtmuslime erlaubt. Mekka und Teile von Medina dürfen nicht von Nichtmuslimen betreten werden. Das ist eine alte Regelung, die auch heute noch gilt. Im Verlauf der Jahrhunderte haben es immer mal wieder Nichtmuslime geschafft, sich zu verkleiden und praktisch dort einzuschmuggeln und von dort zu berichten. Aber wenn man das heute versucht und dabei erwischt wird, dann kann das hohe Geldstrafen nach sich ziehen oder sogar die Deportation aus Saudi-Arabien. Interessanterweise gibt es in letzter Zeit Gerüchte, ob das nicht vielleicht geändert wird. Mitte 2021 gab es auf Twitter Bilder aus Saudi-Arabien. Und zwar gab es zuvor große Verkehrsschilder, die beim Einfahren in Mekka ganz deutlich gesagt haben, in Rot, nur für Muslime. Also dass Nicht-Muslime nicht erlaubt sind, Muslims only. Diese Verkehrsschilder wurden zumindest zum Teil ausgetauscht und dieser Hinweis in Rot, dass Nicht-Muslime dort nicht hingehen dürfen, der fehlt nun. Und es wurde schon gemutmaßt, ob das vielleicht ein weiterer Schritt der, sag ich mal, PR-wirksamen Liberalisierung des Landes ist, die durch den neuen starken Mann Mohammed bin Salman angeführt wird. Der hat in den letzten Jahren öfters schon religiöse Regelungen zurückgedrängt, zum Beispiel, dass Frauen jetzt Auto fahren dürfen in Saudi-Arabien. Und so könnte es sein, dass das eine Art Charmoffensive, eine PR-Aktion ist, dass vielleicht irgendwann in Zukunft, wer weiß es, auch Nicht-Muslime nach Mekka oder Medina dürfen. Aber das sind alles nur Gerüchte und Spekulationen. Momentan ist es so, für Nicht-Muslime ist die heilige Stadt Mekka verboten. Nummer 5. Mekka war nie die Hauptstadt eines islamischen Reiches. Obwohl Mekka die spirituelle, die religiöse Hauptstadt oder der Mittelpunkt der islamischen Welt ist, war es eigentlich nie ein politisches Zentrum eines Großreichs, eines islamischen. Der Prophet Mohammed wurde in Mekka geboren, musste dann aber fliehen, ist ausgezogen nach Medina, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, und hat später Mekka erobert. Aber er hat Mekka nicht zum Sitz seines Herrschaftsbereiches gemacht, sondern hat einen ihm getreuen Freund, einen Gouverneur eingesetzt und ist wieder zurück nach Medina. Und so wurde Medina auch die Hauptstadt des ersten Kalifats, des Rashidun-Kalifats, die vier rechtsgeleiteten Kalifen. Die Geschichte kennt ihr vielleicht, wenn nicht, mache ich mal ein eigenes Video darüber. Auf jeden Fall, zuerst war Medina die Hauptstadt, später wurde sie verlegt nach Kufa und als dann die großen, sag ich mal, Dynastien kamen, die Umayyaden und die Abbasiden, da wurde die Hauptstadt des Kalifats wieder verlegt. Die Umayyaden haben hauptsächlich aus Damaskus aus regiert. Die Abbasiden hatten, ich glaube, mehr als ein halbes Dutzend Hauptstädte, aber die wichtigste und langfristigste war Bagdad. Mekka war immer wichtig und Mekka wurde von einem Scherifen verwaltet, regiert. Es war das Scharifat von Mekka, das ist so eine Art ein Staat innerhalb eines Großreiches. Also meistens war es kein souveräner Staat, sondern Teil von größeren islamischen Reichen, die, wie gesagt, von woanders aus regiert wurden. Aber der Scherif, der ein Nachfahre des Propheten Mohammed ist, der hat so praktisch die zeremonielle Oberherrschaft gehabt und hat dafür gesorgt, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das ging fast 1000 Jahre lang, bis ins Jahr 1925, als der moderne Staat Saudi-Arabien entstanden ist. Und seitdem ist der König von Saudi-Arabien offiziell auch der Hüter der beiden heiligen Städte von Mekka und Medina. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was beibringen, was ihr noch nicht wusstet über diese faszinierende Stadt. Und wie gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne lasst ein Abo da, kommentiert, welche Themen ihr euch als nächstes wünscht. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann und ciao.